Oh Leute, hier ist Mo von ja, ich bin mit Tenzin und da ja, es ist schon wieder ein Monat um, also gibt es ein neues Update für No Man's Sky. Ab heute, dem 4. September, ist das einfach online und das heißt das Aquarius Update. Das geht wieder mal sehr, sehr schnell. In diesem Video will ich mir jetzt einfach mal angucken, was da Neues drinsteckt und euch diese Infos geben. Viel Spaß dabei. Hier ist die Patch-Seite, die ist auf Englisch. Ich habe sie mir jetzt mal automatisch auf Deutsch übersetzen lassen. Also wundert euch nicht, wenn es komische Formulierungen gibt. Hallo zusammen, wir freuen uns sehr, das Aquarius-Update vorstellen zu können. Diese neue Erweiterung von No Man's Sky kann für bestehende Spieler kostenlos heruntergeladen werden und führt etwas ein, das sich wie die perfekte Ergänzung zu dem neuen Wasser anfühlt, das Worlds Part 1 eingeführt hat. Komisch, dass sie das jetzt nicht Worlds Part 2 genannt haben, ne? Es gibt nämlich Angeln. Angeln in No Man's Sky ist ein einzigartig entspannendes Erlebnis. Die Spieler können jetzt das Universum erkunden, um ihren perfekten Platz am Wasser zu finden. Indem sie mit Fischen hüpfen, setzen sie sich hin und entspannen sie sich allein mit ihren Gedanken oder stellen sie sich an die Seite von anderen Reisenden, während sie über außerirdische Aussichten hinausblicken und auf einen Biss warten. Sehr, sehr schön. Die sind auch echt crazy. Hier sieht man lauter verschiedene Fische. Der Nervenkitzel des Fangens liegt in der Tatsache, dass man nie genau weiß, was man hochziehen wird. Die Vielfalt der Wasserlebewesen reicht von gewöhnlichen, minuwenlichen Fischen bis hin zu riesigen außerirdischen Meeressäugern. Die Fänge variieren stark von Planet zu Planet und engagierte Angler müssen weit reisen, um den seltensten Fisch zu finden. Wagen Sie sich mit Ihrem einsetzbaren Exoskiff ins Meer. Diese anpassbare Angelplattform schwimmt über die rauesten Meere und verfügt über eigenes maßgeschneidertes Kühllagerinventar, was die perfekte Möglichkeit macht, nach den Fischen zu jagen, die nur in tiefen Gewässern zu finden sind. Hier sieht man also diese schwimmenden Inseln. Sehr schön, sehr schön. Erforschen Sie, um seltene Fänge zu finden. Reisende, die ihren Angelstamm vervollständigen möchten, müssen eine Vielzahl verschiedener Umgebungen und Wasserbedingungen erkunden und spezialisierte Köder herstellen, um seltene Fänge und schwer fassbare legendäre Fische anzulocken. Ich muss immer so ein bisschen in mich reinlassen. Das ist schon ein bisschen crazy, ne? Und während Sie geduldig darauf warten, einen Biss zu fangen, warum nicht nach Nachrichten in Flaschen von den Ausschudern, die diesen Weg schon einmal passiert haben. Okay, also man kann sich offensichtlich eine Flaschenpost gegenseitig schicken. Ich bin gespannt. Recherchieren Sie die Pläne für automatisierte Fallen und gründen Sie Ihr eigenes autonomes, schwimmendes Fischfarm. Die Grammatik lässt hier bei der Übersetzung sehr zu wünschen übrig, um sich in Fischen zu sammeln, während sie anderswo erkunden. Ja, aber es sieht fantastisch aus jetzt, vor allen Dingen mit dem neuen Wasser. Das ist doch eine schön spaßige Geschichte. Wassermann Expedition wird es auch geben. Die Aquarius Expedition beginnt heute und wird ungefähr 6 Wochen dauern. Begeben Sie sich auf eine Suche durch die Galaxie, um Fische zu fangen, Geschichten zu sammeln und über den nachzudenken, der entkommen ist. Spieler, die Aquarius Expedition abschließen, erhalten einen wunderschönen, detaillierten Satz von Tiefseeanpassungsteilen, darunter ein einzigartiges Unterwasser-Jetpack. Oh, das klingt aber gut. Neue Kochrezepte. Natürlich sollen Sie mit dieser neu gewonnenen Fähigkeit, die Seen, Meere und Ozeane zu bewirtschaften, Ihre Kochkünste entwickeln, mit völlig neuen Rezepten und Zutatenkombinationen, die es zu entdecken gibt. Konnte man bisher schon kochen? Ist das an mir vorbeigegangen? Alter. Angelplatten. Der Wonders-Katalog enthält jetzt eine spezielle Sammlung von Angelinformationen, die die Geschichte aller ihrer Fänge und ihre Gewichtsaufzeichnungen sowie Informationen darüber, wie man jede Art findet, detailliert beschreibt. Dieser Tauchanzug ist gegen die externen Bedingungen unter den Wellen gehärtet und die perfekte Wahl sowohl für die Erkundung von Tiefsee als auch für die Nachmittag beim Angeln. Okay, das ist schick. Einen ganzen Taucheranzug gibt es. Sehr, sehr schön. Der hat sogar ein bisschen Entenflossenfüße. Gefällt mir. Dann gibt es eine Postersammlung. Lost Angler's Rig. Schließe die Wassermann Expedition ab, um die fischige Geschichte des verlorenen Anglers zu entdecken und sich die Nutzung ihrer exklusiven Angelausrüstung zu verdienen. Ja, also es gibt hier diese Spezialangelung als Belohnung für die Expedition. Tentakelfigur. Eine synthetische Polymerbegleiter für das Cockpit ihres Raumschiffs, der wie ein Meerestier geformt ist. Ah, was noch? Also ein Wackelkopf für das Cockpit. Sehr, sehr schön. Wassermann Flugrucksack. Dieser Jetpack-Ersatz ist gegen die extremen Bedingungen unter den Wellen gehärtet und ermöglicht einen sanften und stilvollen Durchgang durch den trüben Abgrund. Ich weiß nicht, ob ihr schon unter Wasser gewesen seid nach den letzten Updates. Es sieht wirklich, wirklich sehr schön aus. Dann haben sie hier ein paar Illustrationen aus der Community, ja, sogar Bastelarbeiten.
Wundervoll, wundervoll. Unser letztes Update, World Part 1, vor ein paar Wochen. Es führt uns zu größten Spielzahlen seit über 5 Jahren. 8 Jahre später fühlen wir uns so glücklich, dass sich so viele Leute immer noch um dieses Spiel kümmern, das wir lieben. Es gibt unserem kleinen Team Energie und bringt uns dazu, mehr in No Man's Sky-Universum zu gießen. Dann kommen hier noch lauter Patch-Notes. Also die aktuelle Version ist dann 5.1.0 oder 5.10, sagt man das so. Gelegentlich können lose Gegenstände aus dem Wasser geborgen werden. Das ist auch schön. Wasserreflexionen sind jetzt für die PlayStation VR 2 aktiviert. Sehr schön, ja. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann spielt dieses Spiel wirklich in VR. Es ist unfassbar, da dann rumzulaufen und selber da zu sein und die Raumschiffe selber zu lenken. PC-VR unterstützt jetzt Reflexion auf dem Wasser beim Laufen mit Reflexion auf Ultra eingestellt. Es wurde ein Problem behoben, dass die Interaktion mit einigen Raumstationobjekten in VR erschweren konnte. Oh, okay. So, dann gibt es ein paar Fehlerbehebungen etc. etc. Und es wurde auch ein PlayStation 4 spezifischer Speicherabsturz behoben. PlayStation 5 genauso. Die Botschaft über einige vulkanbasierende GPU-Kompatibilitätsprobleme wurde verbessert. Die Botschaft? Ist wahrscheinlich komisch übersetzt. Ja, ist doch eine nette Geschichte. Also tatsächlich jetzt knapp einen Monat nach dem letzten großen, großen Update, das viel an der Optik gerissen hat und sich speziell mit einer Verbesserung des Wassers beschäftigt hat, gibt es jetzt Angel-Content. Finde ich sehr schön. Gucken wir nochmal gemeinsam jetzt in den Trailer rein. Introducing No Man's Sky Aquarius. Relax alone or together with friends. Find your perfect fishing spot and cast out your line. Pots can be used to bait and trap rare catches. New cooking recipes and combinations are out there to be discovered. Complete your fishing log. Fish in comfort from your personal fishing platform. Prepare your bait. Earn trophies and new fishing equipment. A community fishing expedition sends players competing for the biggest catch. The Aquarius update brings fishing and a host of watery features to No Man's Sky. More will follow. Ja, schöne Geschichte. Und weiterhin bemerkenswert, wie krass die an dem No Man's Sky weiter rumfuchteln. Ich hoffe, das verzögert nicht den Release ihres neu angekündigten Spiels. Auf das bin ich auch schon richtig gespannt. Ja, ich werde leider wahrscheinlich nicht so viel reingucken können. Ich bin in den nächsten 6 Wochen extrem busy. Verdammt. Aber vielleicht machen wir mal einen kleinen Live-Ausflug. Mal sehen. Alles klar. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir das dann bitte in die Kommentare. Ich würde mich auch über ein Däumchen zu dem Video freuen. Abonniert ruhig den Kanal. Hier gibt es immer Neuigkeiten, unter anderem zu No Man's Sky und ganz viel zu VR. Bis dann, Mutensimo von VR. Immer für euch da. Bye, bye.